herzlich willkommen zu sola veritas, die wahre chronik der reformation. schön, dass sie wieder eingeschaltet haben hier auf jolmedia.tv.de zur dritten folge unserer serie über die geschichte der reformation. und bevor wir jetzt gleich einsteigen in die nächste folge, nächste episode, um zu sehen, wie das leben von martin luther und auch die weltgeschichte weitergegangen ist, wollen wir wie wir es schon gewohnt sind mit einem kurzen gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir aus der Geschichte lernen können. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt uns einige Jahre äh, besonders betrachten und anschauen, was dort passiert ist, dass du uns durch deinen Heiligen Geist zeigst, worauf es wirklich ankommt, dass wir die Lektionen lernen, die du ähm, für uns vorbereitet hast, und dass wir verstehen, wie du die Weltgeschichte und auch unser persönliches Leben längst und leitest. Im Namen Jesu. Amen. Teil 3. 1488 bis 1490. Bedrängnis. Das Jahr 1488 begann ziemlich spektakulär. Gleich im Januar brach in Braunschweig ein schwerer Aufstand aus. Eine Unruhe aufgrund einer neuen Münzverordnung, eine Wirtschaftskrise. In Braunschweig ist öfter mal in jener Zeit äh, die Bürgerschaft auf die Barrikaden gegangen und so auch im Jahre 1488. Zwei Tage später, am 8. Januar, äh, ließ der designierte neue Kaiser der vor kurzem ja erst als römisch-deutscher König gewählte Maximilian I., ein Dekret zur Schaffung einer neuen Seestreitkraft für die Niederlande Und das war natürlich ein weltgeschichtlich bedeutsamer Schritt, denn etliche Zeit später sollten Niederlande eine der großen Seemächte sein. Das war aber 1488 noch nicht wirklich abzusehen. Die große Seemacht dagegen war natürlich, Portugal und dort versuchten verschiedene Seefahrer immer weiter nach Afrika, äh, in den Süden Afrikas vorzustoßen, um doch irgendwie den Seeweg nach Indien zu finden. Und niemand gelangte weiter bis zu diesem Zeitpunkt als Bartolomeo Dias, dem es tatsächlich gelang im Februar Anfang Februar 1488 das Kap der guten Hoffnung zu umschiffen, obwohl er es auf dem Hinweg nicht einmal gesehen hat und dann östlich dieses Kaps, vermutlich in der Mosselbay, wenn man hier auf der Karte das angedeutet findet, zu halten. Er hat dann trotz Protest seiner Mannschaft weiter nach Osten gesegelt, hat versucht, diesen Seeweg zu finden, und er kam dann bald schon in Gewässer, wo anhand der Küstenverlaufslinie sichtbar wurde, dass die Küste jetzt Richtung Nordosten sich wendet und man schon fast um das südafrikanische, um die, um die um südafrika herumgefahren war. Äh, als das passierte, meuterte die Mannschaft beinahe, die war an Skorbut erkrankt und äh, zwang dann den äh, Bartolomeo Diaz zur Umkehr. Aber er war jetzt schon relativ weit gekommen. Es war klar, höchstwahrscheinlich ist das der richtige Weg, um auf der See nach Indien zu kommen. Ebenfalls im Februar 1488, genau genommen am 14. Februar, wurde der Schwäbische Bund gegründet. Das geschah auf Veranlassung des deutschen Kaisers. Äh, Schwaben war ein relativ unruhiges Gebiet im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. Und um den sogenannten Landfrieden zu sichern, wurde dieser Bund gegründet, der dann seinen Sitz in Ulm haben sollte. Dieser Schwäbische Bund würde noch einige Bedeutung erlangen, später in, in späteren Jahrzehnten in der Geschichte der Reformation. Am 21. April 1488 wurde dann Ulrich von Hutten geboren. Er war aus ritterlichem Geschlecht. Die große Glanzzeit der Ritter war zwar schon vorbei, aber noch immer galten Ritter als etwas Besonderes, auch wenn sich das die Gesellschaft schon verändert hatte. Und äh, Ritter hatten eine große Verantwortung für die umliegenden äh, Höfe und, und ähm, ja, Lehnsgebiete, die ihnen angeschlossen waren. Und ähm, der Ulrich von Hutten, der berichtet später so ein bisschen, wie das war, als er auf dieser Burg dort äh, auf der Burg Steckelberg aufgewachsen ist. Hier ein, ein äh, Augenzeugenbericht von ihm über das Leben auf einer Burg. Ende des 15. Jahrhunderts. Die Burg selbst, ob sie nun auf einem Berg oder in der Ebene liegt, ist nicht zur Behaglichkeit, sondern zur Sicherheit erbaut. Mit Graben und Wallumgeben im Innern, eng durch Stallungen für Klein- und Großvieh im Platz begrenzt. Daneben finstere Kammern, die mit Kanonen, Pech und Schwefel und im übrigen Gerät an Waffen und Kriegsmaschinen angefüllt sind. Überall der Geruch... Nach dem Pulver der Kanonen, dann die Hunde und der Hundedreck. Auch das ist ein unangenehmer Duft, denke ich. Also nicht viel mit Burgenromantik damals. Das war ein ziemlich anstrengendes Leben. Hier noch geht das Zitat weiter. Er sagt weiter, Reiter kommen und gehen, unter ihnen Räuber, Diebe und Mörder. <laughs> Denn meistens stehen unsere Häuser allen offen, da wir entweder nicht wissen, wer der Betreffende ist, oder auch nicht viel danach fragen. Ist das blöken der schafe das brüllen der rinder und bellen der hunde zu hören das laute schreien der arbeiter auf dem felde das quietschen und rattern der karren und wagen ja bei uns zu hause sogar das heulen der wölfe weil die wälder ganz nah sind so wuchs der kleine ulrich von hutten auf der burg steckelberg auf und auch von ihm wird später noch viel zu berichten sein im reformationsgeschehen am 11. Juni traf dann eine mittelschwere Katastrophe auch das schottische Königreich. James der Dritte, König der Schotten, die sich ja seit einiger Zeit von den Engländern losgesagt hatten und auch immer wieder in kriegerischer Auseinandersetzung mit dem englischen Königreich standen, starb im Kampf mit adligen Rebellen. Äh, auch in Schottland selbst gab es also immer wieder Aufstände. Und äh, so musste sein minderjähriger Sohn James der der 15 Jahre alt war, jetzt äh, das Zepter übernehmen. Im Juni war es dann soweit. Wir haben in der letzten Folge gesehen, wie Papst Innozenz der Achte zu einem Kreuzzug gegen die Waldenser aufgerufen hatte. Es hatte einige Monate gedauert, um die Armee zu sammeln. In ganz Europa ist dafür geworben worden. Es war ein tatsächlich europäischer äh, Kreuzzug. Es gab ja auch einige verstreute waldenser kolonien in Süditalien, zum Beispiel in Kalabrien oder auch in deutschen Landen. Und der Kreuzzug richtete sich nicht allein gegen die berühmten Valdenser-Täler in den kottischen Alpen in Piemont, sondern gegen die Valdenser als solche. Trotzdem war natürlich das äh, Gebiet im, äh, im Herzogtum von Savoyen das... Äh, das der Kern, das Kernangriffsgebiet und es hatte sich eine Armee von sage und schreibe 18.000 Soldaten zusammengefunden, das sind die regulären Soldaten, zu denen gesellten sich noch einmal eine ganze Reihe von Banditen, Abenteurern, Mördern, ähm, eigentlich eine, aus den untersten Gesellschaftsschichten Menschen, die aufgrund der Aussicht auf Beute und den Ablass aller Sünden äh, angelockt worden waren und äh, das war natürlich dann eine äußerste, äh, Dramatische Verknüpfung dieser regulären Truppen plus diese äh, Meuchelmörder. Allesamt wurden angeführt durch den päpstlichen Legaden Canteneo. Canteneo. Und äh, der <laughs> teilte die Armee auf in eine französische Division, die vom Westen, vom Westalpen äh, operieren sollte, im, im Teilgebiet Dauphiné, das äh, traditionell dem Thronnachfolger des äh, französischen Königs gehörte. Denn dort in der ehemaligen Gegend der Albigenser gab es noch einige Restübrige dieser Albigenser, äh, die in den letzten Jahren wieder etwas an äh, Stärke gewonnen hatten und natürlich auch einige waldensische Gläubige. Und auf der Ostseite der Alpen sollte die piemontesische Division die Waldenser Täler selbst angreifen. Und äh, so ging das dann los. Die französische Armee ähm, ging dann äh, auf das war Louis vor, wie wir das hier eingerahmt sehen, und das war eine ziemliche dramatische Geschichte. Sie war den Dorfbewohnern dort im Tal zwanzigfach überlegen. Die Bewohner konnten nicht viel mehr tun, als zu fliehen, und zwar auf diesen Berg, den Mont Pelvoux, fast 4000 Meter hoch und äh, es wird berichtet von geschichtsschreibern, dass sie dabei gesungen haben. einige sind schon auf dem weg getötet worden. aber die meisten erreichten eine grotte, die eine gewisse sicherheit versprach. dort hatte man lebensmittel für zwei jahre belagerung untergebracht. und man hoffte dort äh, aushauen zu können, weil es sehr schwierig war, dann äh, von unten, vom berg an, anzugreifen. man konnte das relativ sicher verteidigen. doch ähm, es kam anders. Der Befehlshaber der Armee fand einen Weg von der anderen Seite und ließ seine Soldaten tatsächlich von oben abseilen ähm, und so diese, ähm, die, das Vorplateau zur Höhle erobern. Und dann tat man etwas sehr Schreckliches: man zündete Feuer an am Eingang der Höhle und äh, ließ den Rauch in die Höhle hineintreiben. Es dauerte nicht allzu lange und 3000 Waldenser waren tot, darunter 400 Säuglinge und kleine Kinder in den Armen der Mütter und damit war das Waldensertum, also urchristliche, äh, das urchristliche Glaubensgut in diesem Tal Valois für immer ausgerottet. Die Armee teilte sich dann auf, es wurden verschiedene neue Angriffsziele festgesetzt und ein Teil ging dann auch nach Pragela, wie wir gleich sehen werden. Die Bibel spricht von jener Zeit in Prophezeiung, unter anderem hier in Daniel 11 und dort Vers 33. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Das waren die Valdenser. Sie waren nicht nur in ihrem Kerngebiet, in den Kottischen Alpen, sondern überall in Europa umhergezogen und hatten... Bibeln verkauft hatten, die Bibel unterrichtet hatten, unter Einsatz ihres Lebens sich für urchristliche Wahrheit eingesetzt. Und dann heißt es hier, darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Es war eine, ein tragisches Jahr für die Waldenser, das Jahr 1488. Wie gesagt, einige Abteilungen dieser französischen Armee kämpfen sich dann weiter durch die Pässe und die, die Alpen hindurch, bis sie dann äh, im Nordwesten der eigentlichen Valdensertäler äh, in Pragela, im heutigen Pragelato, ankamen und auch dort Verheerung und Blutvergießen anrichteten. Die Dörfer wurden niedergebrannt und auch hier versteckten sich gläubige Valdenser in Höhlen und auch hier wurden Feuer gelegt und viele Gläubige kamen dann um. Trotzdem wurden, konnten die Bewohner letztendlich äh, diese Truppen erst einmal vertreiben. Auf der anderen Seite der Alpen, im Osten, ähm, hatte Cataneo selbst das Kommando über die Hauptstreitkraft. Und äh, er hatte zunächst einige Mönche, zwei Mönche, losgeschickt in die Täler, die sollten durch Predigen ähm, die Gläubigen zum römisch-katholischen zum römisch Glauben ähm, konvertieren. Das hatte allerdings überhaupt gar keinen Erfolg. Nicht ein einziger ließ sich überzeugen, dass man dem Papst obersten Gehorsam schulden müsse und äh, dass man nicht die Bibel selbst in der eigenen Sprache haben könnte. Und äh, so kamen jetzt andere Mittel zum Einsatz. Die Armee rückte an und äh, ging in dieses berühmte äh, Pellice-Tal äh, nach Torre. Torre Pellice, heute noch ein bekannter Ort. Und ähm, da trafen dann zwei Abgesandte der Waldenser auf die Kreuzzugsarmee. und hier sind ihre bewegenden Worte: Verurteilt uns nicht, ohne uns zu hören, denn wir sind Christen und Treue untertan und unsere Barben, das sind die, Wörtlich die Onkel, das sind die Prediger gewesen, die in der Barbenschule ausgebildet worden waren. Unsere Barben sind bereit, privat oder öffentlich zu beweisen, dass unsere Lehren mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Unsere Hoffnung auf Gott ist größer als unser Verlangen, Menschen zu gefallen. Hütet euch davor, seinen Zorn auf euch zu ziehen, weil ihr uns verfolgt. Denn gedenkt daran, wenn Gottes will, dann werden alle Streitkräfte, die ihr gegen uns versammelt habt, nichts ausrichten. Eindrückliche Worte, die aber zunächst einmal keinen Eindruck machten auf Cataneo, den Legaten. Und äh, so mussten die Valdenser fliehen und zogen sich in die äh, engeren Täler, die, die Bergfesten zurück. Die Armee teilte sich auf. Ein Teil zog geradezu westlich in das Tal hinein nach äh, Bobbio. Und äh, dort war ebenfalls nichts mehr zu finden, außer einigen zurückgelassenen, vielleicht äh, Kranken oder Bettlegerinnen die man vernichtete und dann steckte man die Häuser in Flammen. Ähm, das Ziel war jetzt, in einer großen Umfassungsoperation ähm, auf der anderen Seite der Berge ähm, die Täler zu erreichen, die dann wieder zurück nach Pinerolo finden, äh, gehen würden. Und dazu musste man einen großen Alpenpass überqueren. 700 Soldaten wurden auserwählt, das zu tun. Und hier auf dieser topografischen Karte sieht man diesen Weg, den sie gehen mussten. Eine ziemlich alpine. Äh, Überquerung dieses Passes bei äh, Col Julien und ähm, die Geschichte zeigt uns, dass als sie dann diesen Pass überschritten haben und in das erstgelegene Dorf im anderen Tal ankommen, trafen sie zur Überraschung auf wehrhafte Waldenser, die es äußerste ja, schlecht aufgenommen hatten, dass man sie einfach so überfallen wollte. Und sie kämpften mit einfachen Mitteln, aber mit dem Mut der Verzweiflung und Überzeugung, dass sie nichts Böses getan hatten. Und tatsächlich starben von den 700 Soldaten, die über den Pass sie hinterrücks ermorden wollten, 699. Nur einer äh, überlebte. Einige Tage versteckte er sich in Höhlen und ergab sich dann und wurde auch begnadigt, wurde dann zurückgeschickt und äh, berichtete davon dass er ja, am Leben ist und dass der ganze Rest untergegangen war. Die Hauptarmee, also hier sehen wir noch den, äh, den Pass, über den sie hinübergeklettert sind und dann äh, völlig erschöpft den Valdensern zum Opfer fielen. Die Hauptstreitmacht allerdings war relativ schnell nach der Eroberung von Torre. Nach äh, Norden abgebogen in das berühmte Agronja-Tal. Denn dort, in der, am Ende des Agronja-Tales, befand sich die wichtigste Festung der Waldenser. Jeder, der vielleicht schon mal da gewesen ist, kennt dieses Tal. Es ist eines der berühmtesten Täler überhaupt. Aber gleich zu Beginn dieses Tales wurde die Hauptstreitkraft der Kreuzzügler aufgehalten. Und zwar, wenn man das auf der Karte sieht, dort, wo der Rote Punktes, östlich davon, an diesem Berghang, hatten sich die Waldenser auf den Berghängen aufgestellt und äh, beschossen die angreifenden Armeen und äh, widerstanden ihnen. Und... Ähm Sie wurden selbst heftig attackiert durch Bogenschützen. Es sah fast so aus, als würden sie verlieren. Und der Geschichtsschreiber berichtet uns, dass in diesem Moment die Frauen und die Älteren in sichere Entfernung niederknieten und Gott um Hilfe baten. Und äh, an diesem Tag die waldensische Linie nicht überwunden werden konnte. Ein besonders großer, starker Soldat in der päpstlichen Armee hatte sein Visier hochgenommen und hatte wie einst Goliath in der Geschichte mit dem kleinen David geflucht. Nur um dann einen Pfeil direkt in sein Gesicht zu bekommen, der seinen sein Schädel spaltete. Einige Zeit später unternahm die Kreuzungsarmee einen weiteren Versuch und drang jetzt viel tiefer in das äh, Angronia-Tal vor. Die Valdenser hatten sich zurückgezogen in ihre Festung Pradeltorno. Diese Festung war umgeben fast vollständig wie ein Kessel von hohen Bergen. Und der einzige Zugang war fast nicht zu erreichen, nur über einen ganz schmalen, steilen Weg, wo kaum zwei Leute nebeneinander gehen konnten. Und dieser Zugang war deswegen sehr gut zu verteidigen. Hier in diesem Talagronia hatten sie sozusagen ihr theologisches Seminar, die Schule, an der die Prediger ausgebildet wurden. Hier sieht man äh, die Dächer dieser Bardenschule, hier sieht man äh, die Gebäude selbst. Und hier hofften sie jetzt nun dem sturm des kreuzzugsheers entgehen zu können was passierte war trotzdem ziemlich ja, dramatisch die armee zwängte sich diese schlucht hinauf als plötzlich unbemerkt von der kreuzzugsarmee aber mit wachem auge gesehen von den waldensern eine kleine weiße wolke erschien die sich langsam in die schlucht setzte und die aufsteigende päpstliche Armee mit Nebel völlig einhüllte, sodass die in Desorientierung gelang. Die Valdenser sahen das als ein Zeichen Gottes an und begannen jetzt auszuschwärmen und von allen Stellen aus große Steine und Felsen auf die Angreifer zu werfen. Einige sprangen sogar mutig in die Schlucht hinein mit dem gezückten Schwert und viele angreifende Soldaten stürzten sogar mehr übereinander und die schlucht hinab der feldzug des päpstlichen legaten cateneo war gescheitert gott hatte eingegriffen in einer bemerkenswerten art und weise der krieg dauerte noch etliche monate und äh, war eine schwere last für die armen einfachen valdenser aber sie konnten letztendlich die angreifenden kreuzzügler aus ihrem territorium wieder vertreiben Schon im Alten Testament lesen wir in der Bibel, der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Er, der die Armee des Pharao besiegte, konnte auch die Armee des Papstes Innozenz des Achten in Schach halten. Am 7. August 1488 wurde Johann Kaspar Adler in Augsburg geboren und ähm, im selben Jahr, Erschien die erste gedruckte slawische Bibel überhaupt in Prag, daher auch die Prager Bibel genannt. Weiterhin, wie wir schon in anderen Folgen gesehen haben, war Florenz ein Zentrum der aufblühenden Wissenschaften und der Kultur. Immer wieder kamen junge Leute, um dort zu lernen. So war es nicht verwunderlich, als dort ein 13-jähriger Lehrling 1488 auftauchte, um äh, sich in künstlerischen und kunsthandwerklichen Berufen ausbilden zu lassen. Aber die Kenner unter uns werden aufmerken, wenn sie erfahren, dass der 13-jährige Lehrling Michelangelo Buonarotti hieß. Am 31. Dezember, dem letzten, Jahr, letzten Tag des Jahres, wurde dann im sorbischen Cottbus in der Niederlausitz äh, Jan, Jan Bresan, Johann Briesmann geboren. Auch er sollte eine besondere Rolle in der Reformation spielen. Kommen wir zum Jahr 1489. Und das begann weltpolitisch interessant. Das Königreich Zypern, immer noch regiert von der Königin Katharina Cornaro, ähm, gab die Autonomie auf und unterstellte sich der aufstrebenden machtvollen Republik Venedig, die ja schon an der Adriaküste in Griechenland an in verschiedenen Inseln des Mittelmeeres eine wichtige Position hatte und, und eine der größten Handelsmächte jener Zeit war. Und äh, sie verzichtete auch äh, damit auf äh, bestimmte Thronansprüche in Jerusalem und in Armenien. Und das stärkte diese, diese wirklich wichtige Republik Venedig. Im Mai 1489 wurde Urban Rieger in Langenargen am Bodensee in der Grafschaft Montfort geboren. Er war der Sohn eines Priesters. Und auch das ist natürlich eine interessante Sache. Die Priester hatten es mit dem Zölibat oft nicht allzu genau genommen. Und das war hier keine Einzelheit. Am 2. Juli 1489 wurde in Athlerton in England Thomas Cranmer geboren, der zu einem der wichtigsten Reformatoren Englands werden sollte und auch dazu dann in späteren Folgen natürlich mehr. Krieg brach aus mitten im Osten der Eidgenossenschaft in St. Gallen und zwar zwischen der Fürstabtei St. Gallen und der Stadt. St. Gallen, die Fürstabtei, wurde von den Eidgenössischen Städten unterstützt, ähm, die Stadt St. Gallen von dem umliegenden Appenzell und es gab dort etliche Kriegshandlungen. Nach ungefähr einem Jahr war der Kreuzzug gegen die Valdenser beendet erfolglos. Die Ausrottung dieser verhassten Herediger war nicht gelungen, sondern schmählich musste Cataneo ansehen, wie ein Großteil seiner Armee äh, verloren gegangen war. Und der Prinz äh, in Piemont, in Savoyen, Karl der Erste, selbst 21 Jahre alt erst, ähm, entschied sich dann, dieses Unternehmen nicht länger zu unterstützen. Ähm, er besann sich darauf, dass die Waldenser noch nie gegen ihn rebelliert hatten. Sie waren mit die treuesten Untertanen, die er überhaupt hatte. Und er versprach ihnen eine Delegation von zwölf ähm, Waldensern anzuhören. Die kamen dann und erklärten ihren Glauben. Und Karl der war erstaunt, dass er sich überhaupt hatte dazu hinreißen lassen, diesen Kreuzzug zu unterstützen. Er hat dann tatsächlich darum gebeten, einige Kinder sehen zu dürfen. Und man brachte leicht überrascht ihm einige valdensische Kinder. Und er freute sich zu sehen, dass diese Kinder äh, kerngesund waren und äh, ganz wohlauf. Er hatte sich nämlich sagen lassen aus kirchlichen Kreisen, dass die Kinder der Waldenser in Wirklichkeit schlimme Monster sind, die nur ein Auge haben und vier schwarze Zähne tragen und noch viele andere körperliche Deformitäten hätten. Es spricht auch für den intellektuellen Stand jener Zeit, dass selbst ein Herzog wie Karl I. das für bare Münze nahm und deswegen einen Kreuzzug äh, losschickte gegen seine eigenen Untertanen. Aber es spricht auch für ihn, dass er dann äh, sich belehren ließ und äh, aus Liebe zur Wahrheit diese Sache dann stoppte. Sprüche 21, Vers 1 lesen wir: Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Ebenfalls eine interessante äh, Neuerung des Jahres 1489 war das Pluszeichen, erstmals äh, eingeführt in dem Rechenbuch von Johannes Wittmann, das 1489 erschien. Etwas, was ich äh, im Denken von Martin Luther sehr eingeprägt haben dürfte, war der Brand der örtlichen St. Georgskirche in äh, Mansfeld. Ähm, und äh, das war natürlich etwas, was ihn als äh, Jungen... Ähm, er war damals ja etwa, etwa sechs Jahre alt, sechs, sieben Jahre alt, ähm, wirklich beeindruckt haben als Sechsjähriger. Im Jahre 1489 starb dann ein wichtiger Vorreformator, Johannes Wessel, genannt ganz fort. Er starb in Groningen, also in den äh, heutigen Niederlanden. Er war Platoniker, Humanist und äh, galt schon bei seinen zeitgenossen als wirklich eine, ein hochintelligenter mann sein name war lux mundi das licht der welt oder auch magister contradictionis der meister des widerspruchs er hatte heftig gegen thomas von aquin gestritten und dessen autorität in frage gestellt und das wird ihn einmal noch wichtig machen aber dazu mehr in späteren folgen er hatte die letzte, letzten Jahre seines Lebens in Klöstern gelebt, teils in Groningen, teils auf dem Agnetenberg bei Zwolle, weil er Angst hatte vor der Verfolgung. Auch andere Theologen, die so ähnlich gedacht hatten wie er, wie zum Beispiel Johann Rucherath, ähm, auch Johann Wesel genannt, wird oft verwechselt mit Wessel, aber er ist ein anderer, der schon einige Jahre zuvor ähm, gestorben war in einem Kerker, ähm, weil das schon mit anderen passiert war, war auch er sich nicht sicher, ob er nicht der Inquisition ähm, zum Opfer fallen könnte. Die meisten seiner Schriften sind tatsächlich von der Inquisition vernichtet worden. Und wenn man ein Gefühl dafür bekommen will, wie sehr er das Evangelium schon verstanden hatte, dann äh, braucht man nur seinen letzten Satz auf dem Sterbebett anhören. Er sagte dort: Ich kenne niemand als Jesus, den Gekreuzigten. Das ist eine Paraphrase von dem, was sie Paulus im ersten Grundbrief 2 Vers 2 schreibt: Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn den gekreuzigten. Luther hat später einmal über diesen Wessel gesagt: Wenn ich den Wessel zuvor gelesen hätte, so ließen meine Widersacher sich dünken. Luther habe alles Wessel entnommen. Also stimmt unser beider Geist zusammen. L als Luther noch ein, ein kleines Kind war und äh, auf den un gepflasterten, von Fäkalien durchzogenen Straßen von Mansfeld gespielt hat, war das Evangelium schon verkündigt worden von Leuten wie Johann Wessel und anderen. Im selben Jahr wurde Joaillon Farel geboren, in Le Farel in Dauphiné im Südosten Frankreichs, inmitten der Berge und auch er würde eine große Rolle in der Reformation spielen. Genauso wie Paul Lindenau, der ungefähr im Jahre 1489, genau ist das Datum nicht bekannt, geboren wurde, und zwar in Chemnitz im Herzogtum Sachsen. Ähm, eine Person, die auch später noch von großer Bedeutung werden wird, Thomas Münzer, auch in jener Zeit ungefähr, geboren, und zwar in Stolberg, gar nicht allzu weit entfernt von Mansfeld, dort in dieser Grafschaft im Südharz. Kommen wir zum Jahr 1490. Am 13. März starb dieser Karl I., der Herzog von Savoyen, so wie es in den zeitgenössischen Berichten heißt, an Mattigkeit. Das ist für einen knapp oder gut 20-jährigen ähm, Herzog schon interessant. Ähm, so wurde sein Sohn Herzog und der war noch nicht einmal zwei Jahre alt. Musste also die Mutter erst einmal die. Regierungsgeschäft übernehmen. Karl II. sollte jetzt als quasi noch Baby über dieses Territorium regieren, in dem auch die Valdenser eine große Rolle spielen. Ebenfalls starb in jenem Jahr der König von Ungarn und Kroatien Hunyadi, Matthias Corvinus in äh, äh, deutscher Bezeichnung. Er hatte ja Wien erobert und damit dem Kaiser Friedrich III. eine schmähliche Niederlage bereitet, aber durch seinen Tod ging nun wieder alles zurück an den Habsburger. Zumindest formal militärisch musste er es dennoch zurückerobern und so setzte er sich mit seiner Armee in Bewegung, um genau das zu tun. Ebenfalls in diesem Jahr endete dann der St. Galler Krieg. Die Fürstabtei mit Hilfe der eidgenössischen Städte behielt die Oberhand über die Stadt. St. Gallen. Und wie gerade angedeutet, Friedrich III., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und ähm, natürlich Herrscher über die habsburgischen Erbs Erblande in äh, Österreich, belagerte Wien für zehn Tage und konnte dann quasi seine Stadt Wien wieder in Besitz nehmen, nachdem diese kapituliert hatte. Die Ungarn braucht natürlich einen neuen König, und aufgrund der Verständigung zwischen Ungarn und Böhmen schon vor etlichen Jahren wurde jetzt nach Vertrag Wladislav II., der schon König von Böhmen war und damit über jenes Land regierte, das so sehr von den Hussiten bestimmt war, jetzt auch König über Ungarn. Er war schon relativ alt. Im Jahre 1490, am 23. September, wurde Johann Hess geboren. Auch er wird in der Reformationsgeschichte eine Rolle spielen, und zwar in der, einer der größten damaligen deutschen Städte, nämlich Nürnberg. Eine herbe Enttäuschung musste Cristoforo Colombo, besser bekannt als Christoph Columbus, im Jahre 1490 hinnehmen. Er hatte seine Pläne, ja, dem. Spanischen Königshaus vorgelegt, einen Seeweg nach Indien zu finden, nicht um Afrika herum, sondern auf einer direkten Route nach Westen. Das war auch hoch umstritten. Es gab einige Gelehrte, die das für möglich hielten, theoretisch. Aber die Kommission, die das Königreich Kastilien ähm, eingesetzt hatte, lehnte eine Finanzierung dieses waghalsigen Unternehmens ab. Und so war Christoph Kolumbus immer noch keinen Schritt weiter. Niemand wollte ihn so wirklich in seinem Abenteuer unterstützen, diesen vermeintlich vorhandenen Weg nach Indien direkt über den Westweg zu finden. Dagegen schritt die Eroberung von Afrika doch äh, deutlich voran, nachdem... Der Kongo entdeckt worden war in den Jahren zuvor durch die Portugiesen, kamen 1490 die ersten kirchlichen Missionare, die ersten katholischen Missionare dort im Kongo an und begannen mit der Arbeit. Sehr schwer beschäftigt war auch der spanische Großinquisitor Thomas de Torquemada. Mit seinen mittlerweile 70 Jahren präsidierte er über... Diese Organisation, die spanische Inquisition, die jetzt in dem wiedervereinigten Spanien die katholische Lehre durchsetzen sollte, man jagte die Juden, man jagte vor allem auch die sogenannten Mauren, die Mohren, die Moslems ähm, und äh, man jagte vor allem diejenigen, die formal sich dem Christentum unterworfen hatten, aber doch insgeheim ihre alte Religion weiter. Praktizierten. Und im Jahre 1490 ließ besagter Thomas de Torquemada etliche hebräische Bibeln und sage und schreibe sechstausende Bücher in Salamanca äh, im Westen Spaniens in einem Autotave verbrennen. Und ähm, der Grund war, man vermutete, dass in diesen Büchern Zauberei enthalten sei, aber in Wirklichkeit war es natürlich vor allem eine Strafzug gegen zum Beispiel. Die Juden. In Florenz dagegen bekam der Prediger Savonarola, Savonarola immer mehr Zulauf. Mittlerweile hörten gewaltige Menschenmengen seinen feurigen Predigten zu. Er hatte sich immer weiter auch in die Prophetie hineingearbeitet. Und es war schon bald klar, dass er einen Einfluss ausüben würde auf diese Gesellschaft, gerade in Florenz, wo so viel Weltoffenheit und so viel Humanismus eigentlich sonst die Kultur prägte. Ähm, und es war abzuwarten, was aus dieser Bewegung werden würde. Pero da Corvilla, der portugiesische Entdecker, der sich aufgemacht hatte, dieses sagenhafte Reich des Priesterkönigs Johannes zu suchen, wir hatten ja davon in der letzten Folge schon gesprochen, traf dann im Verlauf dieses Jahres 1490 in Äthiopien ein. Es war nicht der erste Europäer, der dort ähm, im, im Spätmittelalter aufkreuzte, aber das Land war relativ unbekannt. Und so glaubten tatsächlich einige in Europa, dass es sich bei Äthiopien um dieses sagenhafte Priesterkönigreich handeln könnte. Und ähm, man begann erste Verbindungen mit dem Negus, dem äh, Kaiser von Äthiopien, dort aufzunehmen. In jener Zeit, das genaue Datum ist nicht ganz bekannt, aber ungefähr um 1490 fällt die oder in dieses Jahr fällt die berühmte Zeichnung von Leonardo Da Vinci, der sogenannte vitruvianische Mensch, eigentlich eine Skizze, die beweisen sollte, dass der alte römische Architekt Vitruvius recht hatte mit der Behauptung, dass der menschliche Körper von seiner Anatomie her, von seiner von seinen Proportionen her sowohl in ein Quadrat als auch in einen Kreis passte. Und äh, der Da Vinci hatte noch viele andere Dinge, die er in dieser Zeit tat. Er beobachtete die Kapillaraktivität, er fand eine neuartige Öllampe. Er war eines dieser ganz großen Universalgenies, die diese Zeit ganz intensiv prägten. Im Jahre 1490 traf auch Johannes Reuchlin, der mittlerweile 95 Jahre alt war, den äh, Pico della Mirandola, von dem wir in der letzten Folge gehört hatten. Die Humanisten hatten einen engen und intensiven Austausch. Sie standen sich ja oft äh, gewaltigem Widerstand in der Kirche und auch weiten Teilen der Gesellschaft gegenüber. Und so war es wichtig, dass sie sich austauschten und neue Ideen, Bücher, äh, Literatur, Philosophie miteinander teilten. Friedrich der Dritte, der junge Kurfürst von Sachsen, äh, begann im Jahre 1490 seine Hauptstadt auszubauen, nämlich das äh, Kleine, unbedeutende und unansehnliche Wittenberg. Da gab es ein altes Schloss, das die Burg oder eine alte Burg der Askanier, die wurde eingerissen. Ein neues Schloss sollte her mit einer neuen Schlosskirche. Das würde viele Jahre in Anspruch nehmen, das zu bauen. aber er ging das mit Entschiedenheit und mit, mit großem mit großer Hoffnung an und es zeigte sich, dass diese Stadt bald zu einer wichtigen Stadt in Deutschland werden würde. Dieses kleine Wittenberg, die Hauptresidenz von Friedrich III., war zwar Torgau, aber Wittenberg war die tatsächliche Hauptstadt. Mit sechs Jahren, also im Jahre 1490, verließ der kleine Ulrich Zwingli mit sechs Jahren seine Heimat im beschaulichen Toggenburg in Wildhaus und, und musste umziehen. Gar nicht so weit weg, einige Kilometer äh, nach äh, Südwesten, an das Westende des Walensees nach Wesen, wo er bei seinem Onkel, dem Dekan Bartholomäus Zwingli, jetzt leben sollte. Noch ein Ereignis von weitreichender Bedeutung fand 1490 statt, nämlich. Ein sächsischer Adliger mit Namen Johann von Staupitz, 25 Jahre alt damals, entschied sich zu einem Schritt, den viele damals gingen, weil sie dadurch hofften heilig, selig zu werden und äh, in den Himmel zu kommen. Er ging in ein Kloster. Er war zwar aus Sachsen, aber er ging in ein. M in München trat er ins Kloster ein und zwar in das Kloster der Augustiner Eremiten. Das war einer der vier großen Bettelmönchsorden. Des äh, Spätmittelalters neben den Karmeliten, den äh, Franziskanern und den Dominikanern. Die Augustiner-Eremiten ähm, gehen natürlich zurück auf Augustinus ähm, von Hippo. Allerdings hat er diesen Orden nicht gegründet, sondern der wurde im 13. Jahrhundert durch einen Papstbeschluss quasi am grünen Tisch gegründet. Und die Mönchsregel, die tatsächlich Augustinus ähm, verfasst hatte, die, ähm, wurde diesem Orden gegeben. Und innerhalb dieses Ordens gab es äh, verschiedene Kräfte. Da gab es einige, die es mit der, und zwar die Mehrheit, mit der Ordensregel des Augustinus nicht mehr so ernst nahmen. Und das war allgemein bei den Bettelmönchen der Fall. Man hatte sich mehr auf das, äh, auf die, das schöne Leben ähm, konzentriert als auf die genaue Einhaltung von Regeln. Aber Staubitz und andere gehörten zu einem Flügel innerhalb dieses Ordens. Die es genauer und ernsthafter mit der Ordensregel nehmen wollten. Man nannte sie auch die Observanten Augustiner Eremiten und diesen Begriff werden wir öfter hören und der wird uns noch wieder vorkommen. Eine Kleinigkeit, die die Welt durchaus verändern konnte, war im Jahre 1490 die Erfindung des Kommers. Aldus Manutius, war einer der berühmtesten äh, Verleger seiner Zeit, er begann in diesem Jahr mit einer Druckerei in Venedig, die zu einer der wichtigsten Druckereien des Humanismus werden sollte. Er setzte sich dafür ein, wichtige Werke der Antike im handlichen, günstigen Buchformat auf den Markt zu bringen. Und er war der Erste, der systematisch Punkte verwendete, um äh, Sätze zu beenden und auch Kommata, und denen er dann die heutige Form gab. Bleibt noch zu berichten davon, dass auch in jenem Jahr... Kaspar Schwenkfeld von Ossig, im äh, heutigen Polen, im Herzogtum Liegnitz, geboren wurde. Und ähm, in diesem Zeitraum, ohne dass man es genau festlegen kann, die biografischen Daten, die wechseln zwischen 1485 bis 1492, ungefähr in diesem Zeitraum, wurde auch Hugh Latimer geboren in Turkeston in England. Und zwar in eine Bauernfamilie. Von all dem hat vermutlich der kleine Martin Luther nicht allzu viel mitbekommen, abgesehen von dem äh, schweren Brand in der Georgskirche. Er wuchs ganz bescheiden auf dort in seiner armen Familie. Ähm, er wird sicherlich immer wieder mal auf die reiche Burg geschaut haben, der Mansfelder Grafen, die nur auf der anderen Seite des Tales lag. Ähm, Vielleicht ist er schon 1490 in die Schule gekommen, vielleicht auch erst 1491, ähm, je nachdem wann er geboren worden ist. Wir haben auch über diese Unsicherheit gesprochen. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall dann berichten, wie es ihm in der Schule ergangen ist, was er dort erlebt hat. Und es wird sehr, sehr spannend werden. Die nächste Folge wird dann heißen Zeitalter der Entdeckungen. Wir werden die Jahre 1491 bis 1493 betrachten. Und bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen und ähm, viel Freude im Studium der Geschichte. Und wir hoffen, dass wir uns dann in einer Woche hier wiedersehen können.